Ja, hallihallo, hier ist Rosemarie Engel. Und ja, es ist schon ziemlich dunkel. Deswegen kann sein, dass mein Handy jetzt so ein bisschen rumzickt, weil es die Belichtung nicht mehr so ganz toll ist. Man sieht, die Sonne ist jetzt gänzlich untergegangen. Das macht jetzt nur noch so ein bisschen rötlich. Und ich bin ja hier hochgegangen, weil ich gehofft habe, dass ich einen roten Mond hier oben sehe. Ich gehe jetzt davon aus, ich sehe keinen roten Mond, weil es soll immer noch 40 Minuten dauern, bis der Mond aufgeht. Und bis dahin ist die Sonne komplett weg. Und ja, deswegen denke ich mal, dass ich dann jetzt eher schlechtere Bilder haben werde, wenn es so ganz, ganz dunkel ist. Und deswegen, ja, müsst halt woanders im Internet gucken nach den Bildern von der Mondfinsternis von Leuten mit tollen Handys, mit tollen Kameras, mit Stativ und so, ne? So, was man halt so braucht, wenn man dann halt sowas filmen will. Das habe ich halt nicht, ich habe nur mein Handy. Ist halt so, ist auch nicht schlimm. Und wie gesagt, es ist jetzt schon ziemlich dunkel. Da würde der Mond aufgehen, wenn er dann aufgeht. Und es ist schon ziemlich dunkel, deswegen werde ich jetzt zurückgehen, weil ich, wie gesagt, sowieso wahrscheinlich nicht so das so sehen würde, werde, wie ich gehofft hatte. Also wenn der jetzt wirklich dann aufgeht, sehe ich es ja auch, weil ich gehe ja jetzt wieder nach unten und dann kann man ja nach oben gucken, ne? Also mir wird ja der Weg nicht versperrt, wie man sieht. Ja. Dann bis zum nächsten Video. Ciao!